Öffnet euer Herz! Öffnet euer Herz! Öffnet euren Geist! Öffnet euren Geist! Für friedlichen Protest! Für friedlichen Protest! Sprecht mir nach, wenn ihr wollt! Sprecht mir nach, wenn ihr wollt! Ich öffne mein Herz! Ich öffne mein Herz! Ich öffne meine Seele! Ich öffne meine Seele! Für die Liebe! Für die Liebe! Für die Polizisten! Für die Polizisten! Ich sende meine Liebe! Ich sende meine Liebe! Ich liebe euch! Ich bin ein Mensch! Du bist ein Mensch! Du bist ein Mensch! Und gemeinsam sind wir stark! Gegen Banken und Übermacht! Und Konzernen! Ich liebe euch! Jeden von euch! Eure Familien! Eure Familien! Wir sind für euch hier! Wir sind für alle hier! Wir sind für alle hier! We! 99%. We are the 99%. You are the 99%. We are the 99%. We are the 99%. Thank you.
Mitgeschleppt worden. Sie, ihr Sohn, sie weiß nicht, wo ihr Sohn ist. Er ist auch mitgeschleppt worden. Okay. Nur ganz kurz mal für alle, denen das vielleicht. Marius hat sich verhaftet. Das habe ich gesehen. Für alle, denen das vielleicht passiert. Bleibt ruhig. Wir rufen den Ermittlungsausschuss an. Dafür brauchen wir eure Vor- und Nachnamen. Und das Geburtsdatum. Nur falls ihr festgenommen werdet. Es kann sein, dass nicht viel passiert. Und ihr nach einer halben Stunde vielleicht wieder freikommt. Aber lasst euch jetzt nicht deswegen.
Verrückt machen. Ich werde gerade von der Polizei gefilmt. Ah ne, erst Presse, aber auf den anderen. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass die Gewalt nicht von uns ausgeht. Aber dass wir trotzdem entschlossen sind, für Demokratie einzutreten. Sie haben ein Grundgesetz. Und es sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Polizei ist dazu da. Auch die Verfassung des Staates zu repräsentieren. Welche Verfassung? Es ist traurig, dass diese Beschützer, gerade dieses Gesetz und diese Würde, außer Kraft setzen. Ich will ein Mensch behandelt werden. Wir haben nichts getan, wir sind friedlich. Deswegen wollen wir auch friedlich behandelt werden. Mike Check. Kurze Zusatzinformation. Für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Wenn ihr verhaftet werdet. Weil die Polizei sie nicht zusammenreißen kann. Ihr werdet sowieso euren Namen preisgeben müssen. Also wenn ihr verhaftet seid, brüllt euren Vor- und Nachnamen. Damit andere beim Ermittlungsausschuss den Namen durchgeben können. Und euch geholfen werden kann. Die Nummer vom Ermittlungsausschuss. Ich hoffe, sie stimmt noch. 5 mal die 2. Berliner Vorwahl. Keine Aussagen machen. Die Polizei ist, wenn sie euch festnimmt, gegen euch. Ihr könnt vor einem Richter, wenn es dazu kommen sollte, euch verteidigen. Die Polizei wird nur gegen euch verwenden. Was ihr sagt. Nichts weiter als den Namen. Mike Check. Ich würde gerne. Mit ein paar Leuten. Zur Polizeiführung gehen. Um mit ihnen zu reden. Denn im Moment sind wir nach meiner Meinung. In einer Räuber- und Gendarmen-Spielphase. Und wir sollten daran denken, dass die Polizisten zu den 99% gehören. Die haben genauso wie wir, darunter zu leiden, wenn Finanzhaie und Mietreihe uns in Geiselhaft nehmen. Sie haben genauso darunter zu leiden, wenn Luxus saniert wird. Wenn sie dann die Miete nicht mehr bezahlen können. Und manchmal sogar, so geht ein Rückkommen, eine Aufstockung beim Jobcenter beantragen müssen. Bitte denken wir daran. Polizisten sind nicht unsere Feinde.